Hallo HVOps, herzlich willkommen im Doppelstein Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Niklas. Und heute geht es um Rennwagen. Genau. Nein, es geht um Eisenbahn. Ihr seht schon ganz viele Waggons und Züge und Gleise und eine. Und Zeug. Und da kommen wir jetzt mal dazu, was das alles so für Zeug ist. Ja, nicht wundern, wir haben hier auch Produkte stehen. Das sind keine. Ja, genau. Also die kennt ihr, das sind unsere Kesselwagen. Genau. Die dienen uns nachher als nur zur Veranschaulichung. Genau, ja. Weil, ich würde sagen, wir fangen mit dem in der Mitte an. Mit dem Klotz an, ja. Mit dem Klotz. Ja, mit dem Klötzchen. Weil es halt in der Mitte ist so. Ja. Deshalb. Okay. Also, das ist unsere Kesselwagen-Abfüllstation. Ja. Deswegen habe ich Kesselwagen mitgebracht. Genau. Weil man soll damit irgendwie Kesselwagen füllen. Ja, aber warte mal, wir müssen den eingestellt. Ach nee, du hast den schon. Ich habe ja noch den. Ihr seht auch schon, 6W und 8W passen beide dran vorbei. Das Ding ist eigentlich auf 6W ausgelegt, aber 8W kommt auch noch. Also der Kesselwagen hier kommt da noch. Und für alle, die sich jetzt so wie ich fragen, ja, vorne dran vorbei, das ist eine Sache, aber passt der auch hier zwischendurch? Also quasi hier so, ne? Ja, passt der. Ich habe es ausprobiert. Läuft. Ne? Einwandfrei. Problemlos. Genau. Und was kann die so alles? Kesselwagen befüllen. Ja. So. Oder quasi auch so. Oder so, also ja. So, und der könnte dann gleich, also wie ihr seht, es können hier schon quasi drei Kesselwagen gleichzeitig. Naja, eigentlich vier, ne? Also ja, wir vier, haben hier vier, noch einen. Ne? Also da geht ein bisschen was. Also wir können hier eine Menge, Menge befüllen. Hier unten schön. So, schön angedeutet hier mit den Pumpen, die das dann. Ja, aber wo pumpen die das denn weg? Die pumpen das aus diesen zwei gewaltigen, keine Ahnung, 3 Millionen Liter Vorratstanks. Wir haben uns eben gerade abgesprochen, dass wir das ganz anders da aufbauen wollen. Weil eigentlich ging es ja darum, die Dinger, die sind ja dann auch irgendwann mal leer. Und ich wollte jetzt hier mit dem Tankwagen, der auch noch zum Set gehört, dazukommen quasi und fragen so, aber hier ist ja gar nichts zum Auffüllen und es gibt ja auch keinen Wagen. Ich dachte, wir reden erst über den LKW. Nein, dann aber du hast ja schon alles ruiniert. Du hast ja den Effekt jetzt quasi schon zerstört. Also ihr seht schon, man kann das hier abnehmen. Ne? Es ist modular. Kann man sowohl links als auch rechts platzieren. Ja, je nachdem, wie ihr und wo ihr Platz habt. Genau. Und dann könnt ihr das nämlich auch hier vorne, ich glaube, so dran machen. Ja. Und dann kommt hier dieser LKW, weil die Dinger sind jetzt leer, gehen wir mal davon aus, und dann kommt hier dieser LKW an. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber ich probiere es einfach mal. Und dann könnt ihr hier an diese Anschlussstelle könnt ihr quasi den Schlauch dran machen. Und das zweite Schlauchstück. So, Moment mal. Das war auch irgendwie, wie hat er das denn? Ich glaube, so war der Plan. Genau, das könnt ihr dann verlängern. Und dann könnt ihr, da bin ich zu klein, macht das mal bitte. Ja, dann habt ihr hier so einen Anschluss. So, und dann könnt ihr das befüllen. Hebel auch umlegen. Ganz genau, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, Hebel umlegen. Also ihr seht schon, wenn ihr das quasi bespielen möchtet, könnt ihr das auch tun. Ja, also das geht auch. Ne? Sowohl links als auch rechts von den Gleisen ist die Tankgeschichte anzubringen. Das Ding sitzt immer zwischen den Gleisen. Genau, gut, das könnt ihr halt, hier ist ja noch dieses Häuschen mit Steuerbedienelementen. Wenn man es jetzt umdreht, dann habt ihr halt zwei Fenster davor. Genau. Und dann, das ist halt nur, Häuschen kann man das ja nicht nennen. Das ist so ein Steuerstand. Hier noch mit der Leiter nach oben. Also es ist ein schönes Set geworden, das uns der Pascal da gebaut hat. Mhm. Und gefällt mir gut. Also ich fand das klasse. Mir gefallen solche Industrieanlagen, wäre jetzt glaube ich ein bisschen zu viel gesagt, aber ich finde den Stil ganz cool. Ja, aber es ist auch mal, ich meine, gut, wir haben ja jetzt auch viele Kesselwagen. Wir haben ja die in ich glaube, verschiedenen in drei Farben. Oder vier verschiedenen Farben. Ja, ich glaube, wir haben sie noch in Weiß. In Gelb, ne? In Weiß. Haben wir sie in Weiß? Also auf jeden Fall ein Grau noch. Wir haben quasi für jeden Gefahrstoff haben wir einen eigenen Wagen. Von daher, und all das kommt aus diesen wunderbaren Tanks. Ja. Gut. Dann Kesselwagen-Abfüllstation. Kesselwagen-Abfüllstation. Versuch mal die Kesselwagen. Warte mal, ich nehme die mal hier zu mir rüber. So, und warte mal, das hier, das nehmen wir mal ganz kurz wieder auseinander. Ich mir den mal. So, stellen wir mal dann mal wieder nach hinten, damit wir hier vorne so ein bisschen das auch hinstellen können. Und so, dann würde ich doch sagen, machen wir hier mit dem Diesel-Schnelltriebwagen weiter in 7W.
7 kurz anlegen. Ja, der ist 7 breit. Das Teil ist 7 breit, ist, wie ihr sehen könnt, ein Komplettzug mit Jakobsdrehgestell. Soweit ich weiß, vorne und hinten motorisierbar. Und ihr seht es auch hier wieder, bei der Kesselwagenabfüllstation war es jetzt nicht ganz so sichtbar. Hier sieht man es aber, dass es halt noch ein Prototyp ist, mit schönen, teilweise bunten Steinchen da drin. Und ihr seht schon, auch den könnte man quasi betanken, wenn man das wollte. Also, kann man auch. Das ist eine universelle Kesselart. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn du da, ich weiß ja nicht, wenn, je nachdem, was in diesem Kessel ist. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, da wäre jetzt ganz normal, in Anführungsstrichen, ganz normal Benzin drin oder sowas. Das könnte aber auch Wein sein. Oder? Wein, da wird es dann schon quasi so. Du willst das ganze Ding mit Wein. So eine schöne Funzelfahrt hier, ja klar, warum nicht, kann man doch mal machen. Egal, also okay, also machen wir natürlich nicht, aber ja. Ja, auf jeden Fall, ihr seht schon. Ich fand das mit diesem Jakobsdrehgestell ziemlich cool. Also das hat mir, ich kenne das Original nicht. Der hat mit Sicherheit eine real existierende Vorlage, dieser Wagen. Sicherlich. Ja, und ich fand das, also gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Die Farben finde ich auch cool. Das ist irgendwie... Ja, das dieses ist so Lila, dieses Lila Tan, diese Kombination ist schon, ich finde immer so, wenn man das hört, Lila Tan. Dann denkt man so, aber es sieht gut aus. Das ist genau wie diese schnell wie heißt das, Schlingmann? Diese Schlingmann-Lok, die wir da haben. Ja, genau. Genau, die hat ja auch diese Farbkombination mit dem, hinten dieser Panorama-Restaurantwagen dabei ist. Weißt du, mit hinten diesem, diese ganze Seite hier ist bei dem Ding aus Glas. Also das ist auch ein schönes Modell. Und dasselbe Farbkombination. Das ist gar nicht so einfach. Ja, muss mal gucken. Das ist unten so eine 2x3. Da, genau. Ich wollte schon sagen, muss ja reingehen. Warum sitzt das Dach nicht wieder richtig auf? So. Ist ein schönes Modell, finde ich. Und was ist das? Ist das sowas wie so eine heutzutage so eine Regionalbahn? Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ja sowas in der Richtung. Ja. Aber ihr kennt das, wir machen natürlich zu jedem dieser Sets auch irgendwann nochmal, wenn sie dann bei uns eingetroffen sind, ein Video, ein Produktvideo, und da geben wir euch dann auch reihenweise Informationen. Hier geht es ja nur darum, euch mal zu zeigen, was ist. Genau, da holen wir uns dann nämlich auch die Infos, was da was ist und was die Vorlage ist, kann, war und so weiter und so fort. Und hier geht es jetzt erstmal nur darum, dass ihr mal seht, was da alles auf euch zukommt. Oh ja. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, was da so auf uns zukommt, du hast da noch eine Lok stehen. Ja, ich habe da noch eine Lok. Gucken. Die V60. Ja. Die hast du auch gebaut. Die habe ich auch gebaut. Gebaut, ne? Also ich finde die ja toll, diese. Das ist hier so eine Rangierlok, so eine kleine. Die habe ich auch schon ein paar Mal so gesehen. Ich meine, ob es jetzt genau diese Version ist, da gibt es bestimmt wahrscheinlich auch 1000 Abwandlungen. Also in meiner Kindheit, Anfang der 80er, da kann ich mich noch dran erinnern an solche Dinge, die waren also, ich sage es mal so, nicht an solche, ich weiß nicht, ob das dieselben waren, aber die hatten zumindest diese Form, also vorne und hinten und dann hier in der Mitte, wo der Führerstand ist, etwas höher, und die waren dann meistens dunkelblau oder dunkelgrün. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber ich habe jetzt heutzutage oder so, sieht mir die, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr. Also, es ist gar nicht mal so lange her, dass ich wieder eine davon gesehen habe. Und die war auch in Rot und hatte auf jeden Fall, wie gesagt, ob es jetzt genau dieselbe war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ist vielleicht ein Jahr her, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Aber die fahren auf jeden Fall teilweise. Also, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Also, immer wenn bei uns in der Gegend mal ein Güterzug gezogen wird, dann sind das meistens diese, die auch diese Personenwagen ziehen, diese roten Loks. Das haben wir auch als Set, diese Lok, die hier vorne so rund sind. Ja, die auch an den Regionalexpress ziehen. Ja, richtig, genau. Dass diese Loks ziehen, also ich sehe immer nur noch die. Das da habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Schade. Ja, ist so eine kleinere Rangierlok halt. Aber ziemlich schön. Man kann sie auch motorisieren. Ja. Was kommt da rein? Ich weiß es nicht mehr genau. Ist das ein M-Motor? So ein kleiner? Der kleinste? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der kleinste. Stimmt, da kommt ein M-Motor rein. Also wir gucken es uns auf jeden Fall im Produktvideo dazu, gucken wir es uns nochmal genauer an. Aber es kann sich natürlich theoretisch auch immer noch mal was ändern an diesen Sets. Also wie gesagt, es ist Preview, es sind Prototypen, alles. Es kann auch mal sein, dass sich vielleicht hier oder da noch mal was ändert. So, genau. Dann haben wir Waggons. Und zwar 4 Stück. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit denen hier an. Diese farblich geteilten, zweigeteilten. Die im Original auch so aussehen? Ja, das sind Halbspeisewagen.
Also da gibt es dann nur die halben Portionen quasi. Ja. Da kriegst du halt nicht so viel. Für unsere kleinen Gäste. Oder du kriegst es fürs halbe Geld. Das oder fürs egal. Halbe, aber das bezweifle ich. Das ja, ist wahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Den gibt es einmal in der Kombination dunkelrot und grün und einmal in der Kombination dunkelrot und dunkelblau. Und ich glaube aber ansonsten sind die auch gleich aufgebaut. Man kann hier wieder das Dach abnehmen. Ich meine, Speisewagen ist jetzt auch ja, hier gleich, oder? So eine kleine Theke, ja. Paar Tische und dann hat man hier halt erste Klasse bei dem Blauen und das ist dann halt der Speisewagen plus zweite Klasse. Ah, okay, das ist also das Blaue ist erste Klasse. Ah, verstehe, genau. Gut. Dann sind sie doch nicht identisch. Ja, nicht hundertprozentig. Ja. Okay. Aber auch, ich meine, Waggons kann man ja nie genug haben. Auf keinen Fall. Dach, geh wieder drauf. Ja, ist klar, wenn man das Dach falsch rum draufsetzt, ne? Kann es ja auch nicht draufgehen. So, Profis. Also, zwei Stück davon kommen bei uns. Und hier kommen auch schon die nächsten zwei. Das sind einfach zwei ganz normale Personenwagen. Einmal in, jetzt muss ich wieder gucken, der hier. Man sieht es jetzt ganz toll an den Farben, wird türkis. Also der wird türkis. Ich der hätte, wird türkis, okay, ja. Er hätte auch rot, orange, weiß oder schwarz werden können. Deswegen sage ich es nochmal dazu. Der wird türkis und der hier wird dann blau. Also die haben beide diesen weißen Streifen, das passt, aber dann eben hier blau, hier türkis. Und das hat welche Bewandtnis? Das Farbvariation. Schön aussieht. Ich meine, also, okay, ihr könnt euch dann entscheiden. Entweder macht ihr den, also nehmt ihr den in Blau oder ihr nehmt den in Türkis. Aber ich meine, die sehen ja auch ein bisschen anders aus. Ja. Ich meine, das hier ist halt ein durchgehender Wagen hier mit zwei Türen an den Enden. Und der hier hat ja schon. Ja, ja, da kann man einsteigen. Schon die, ja. Sag ich mal, größeren. Wie nennt man denn sowas? Flügeltüren? Kann man das dazu sagen? Flügeltüren? Bei Zügen? Also, ich glaube, Flügeltüren heißt das nicht. Ja, ich glaube nicht. Also aber, diese hier so. Ja. Ja. Aber wie nennt man das denn? Türen. Türen. Wir nennen das Türen. Also auch die natürlich wieder, ihr könnt Dächer abnehmen, reingucken. Wie immer. Ganz normal. Doppeldrehgestelle, passiert also nichts, was Weichen oder Kurven angeht. Ist kein Problem. Laufen auf jedem Kurvenradius und eigentlich durch jede Weiche. Gut. Dann haben wir die auch. Dann schieben wir die doch mal wieder zurück zu dir. Warte. So, Dach drauf. So. So. Und dann haben wir noch Zeug. Zeug, genau. Zeug. Wir haben Zeug. Und zwar haben wir Zeug. Zeug. Noch mehr Zeug. Noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. Ja, und... Und noch ein bisschen mehr Zeug. Mhm. Und noch ein bisschen Zeug. Zeug? Oh, ja, ich habe ja, hab auch noch Zeug vergessen. Was vergessen. Und ganz am Ende dann noch mehr Zeug. Also, und das ihr hier seht, ist, wie haben wir es genannt? Das ist unser, Ladegut-Zubehör-Set. Mit allerlei Ladegut. Mhm. Ja, und zwar, wenn ihr jetzt irgendwie sowas euer eigen nennt und ich gehe mal davon aus, sowas habt ihr. Warte mal, dann machen wir es mal hier vorne hin. Und dann könnt ihr quasi ja das ganze Ladegut halt da draufpacken, ne? Wie das halt mit Ladegut so ist. Ne? Weil ich meine, wir haben inzwischen unglaublich viele Waggons, ja, wo ihr eigentlich genug Zeug reinpacken könntet. Genau. Und dachten uns ja, dann sollten wir vielleicht auch mal Zeug machen, was man da so beladen kann. Denn das hatten wir bisher nicht und jetzt haben wir Zeug und ne, ihr seht ja schon, da reicht ein Wagen. Ne? Also haben wir noch einen. Genau. Ja, und auch genau solche Wagen haben wir. Also so. Das sind natürlich zwei Produkte. Warte mal, von uns. Den musst du nämlich jetzt beladen. Den muss ich habe dir ja gesagt, nimm doch einen offenen Wagen. Ja, das hast du gesagt. Aber okay, der hier ist zum Beispiel zu hoch für den Wagen. Ja, aber dann nimmt man hier Gemüse. Ach, das. Ne? Ah. Obst und Gemüse. Ja, da hätten wir aber den Kühlwagen nehmen müssen, theoretisch. Das wäre der Weise gewesen. Ja, das ist richtig. Ja. Den haben wir auch. Siehst du, das ist. Du bist also total schlecht vorbereitet wieder. Na gut, was? Also es geht auch so, ihr seht. Und wir haben sogar noch Zeug übrig, ne? Warte mal. Also wir brauchen noch mehr.
Genau, der ist auch noch dabei, genau. Logisch. Ich meine, ihr braucht, und ihr habt natürlich noch hier den, wie nennen die sich nochmal? Ameise, Hubwagen? Ja, weil... Also ich weiß, wir haben das schon mal gesagt, und zwar bei dem modernen Lokschuppen, da ist ja auch so ein kleines Ding dabei, und da haben viele von euch unten in den Kommentaren geschrieben, wie das Ding tatsächlich heißt. Und, wir haben es wieder vergessen. Ja, A, das. Und zweitens gab es dann mehrere. Mehrere Vorschläge. Ja, ja. Hubwagen, Ameise, dann ganz, ganz andere Dinge. Also, wie auch immer, ihr wisst schon, wenn ihr das seht, wisst ihr, was es ist. Ne? Also, das ist auch dabei, das Ding. Genau. Ja. Noch so ein paar Rohre hier für eine Baustelle oder so. Ich glaube, das könnten auch Kabel. Nee, das sind Rohre. Ich glaube, das sind eher Rohre. Ja. Ich glaube, da ist der. Ich habe jetzt an Glasfaserkabel gedacht, ja. Aber ich glaube, da ist der Wunsch der Vater, der Vater des Gedankens gewesen. Ja. Ja. Glasfaser und sowas. Kennst du ja, ne? Ne, du wohnst ja auf dem Land, gell? Doch. Ich schon. Ach nee. Doch. Ja, also, ich kenne das aber. Im weitesten Sinne, aber. Ja. Also, ich habe noch Internet mit Kurbelantrieb, ne? Ah, okay. Ja. So viel dazu. Ich muss noch kurbeln, genau. Um das Modem einzuschalten. Genau, richtig. Gut. Ich glaube, da haben wir euch jetzt alles. Eisenbahnmäßig alles gezeigt, also, was bei uns gerade in der Zeug, ja. Kessel, Tanken, Diesel, Lastwagen, V60, ja, die sind ja eigentlich. Achso, die gehören ja dazu, die lassen wir mal draußen. V60, so, jede Menge Zubehör und Kesselabfüllstation. Das ist so das, was in nächster Zeit so auf euch zukommt. Ja. Und ich meine, da kommt auch noch mehr. Das war jetzt noch nicht alles. Da kommt bestimmt. Eisenbahniges oder generell? Weil generell kommt ja sowieso generell noch viel kommt mehr. Sowieso noch viel mehr, aber auch eisenbahnmäßig sind wir ja immer wieder dabei. Ja. Also da kommt noch was. Ja. Aber das ist halt so das, was wir... Wir haben hinten auch noch so ein paar schöne Dampfloks stehen, gell? Ja. Mhm. Ja. Machen wir Schluss. Es reicht. Das will keiner mehr sehen. Gut. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Ciao. Macht's gut. Ja, schon eine Menge Arbeit, ne? Hast du unseren ganzen Plan, weißt du, das Video hätte so gut werden können, wenn man. Aber du hast es wieder ruiniert. Ich weiß gar nicht, was du hast.